Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht nur zu irgendeinem Video, sondern zu einem ganz bestimmten Video. Ein Let's Play, was ich keine Ahnung, wie viele Leute von euch schon gewünscht haben. Ich habe täglich so viele Nachrichten bekommen, so viele Kommentare. Ihr habt es euch einfach gewünscht, ihr wolltet, dass wir Outlast 1 gemeinsam durchspielen. Und genau das werden wir tun. Ich habe keine Ahnung, wie viele Episoden jetzt dieses Let's Play haben wird. Outlast 2 hatte relativ viele Episoden, weil ich die Folgen mal relativ kurz gehalten habe. Outlast werden wir aber ein bisschen anders spielen. Ich werde versuchen, dass ich wirklich immer so eine Stunde pro Episode. Das heißt, ihr habt dann immer relativ lange Videos bei diesen Let's Plays, die ihr euch dann reinziehen könnt. Und so, wie ich es aus den Kommentaren und euren Nachrichten rausgelesen habe, freut ihr euch natürlich immer über lange Videos. Vor allem bei Let's Plays. Und für die Leute, die nicht genau wissen, um was es in Outlast geht, es ist ein extrem heftiges Horror-Game mit ganz vielen Jumpscares und man muss immer wegrennen und sich verstecken und schlussendlich sind wir irgend so ein Typ, so ein Reporter oder so, glaube ich, der in so ein verlassenes, in so eine verlassene Anstalt kommt. Irgendwie so eine verlassene Psychiatrie oder sowas ist das, glaube ich. Das werden wir dann im Spielverlauf natürlich noch rausfinden. Und da müssen wir irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung was. Und verlassene Psychiatrie, ach, das klingt schon nach purem Horror. Deswegen würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Nun steht uns nichts mehr im Weg und wir gehen jetzt in die schaurige und grausame Welt von Outlast. Ich hab Schiss, ihr wisst, was ich für ein Schisser bin bei solchen Horror-Games. Wie auch immer, let's go. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Gute Voraussetzung. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Also es ist tatsächlich eine Nervenheilanstalt, also okay. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen. Dich zu verstecken oder zu sterben. Okay, Miles Upshur. Let's go. Das hört sich nach unglaublich viel Spaß an. Und auf einmal haben wir kein Signal mehr. Mount Massive Asylum. Okay, da wird es uns wohl gleich reintreiben. Ich habe so Schiss vor solchen Sachen, auch im Real Life. Falls ihr euch daran erinnert, ich war mal auf einem Lost Place. Was auch sowas ähnliches war. Okay. Dann machen wir die Karre aus, mein Freund. Was haben wir denn hier Schönes? 17. September 2013. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumatherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay. Batterien und eine Kamera. Hoffentlich mit Nachtsicht. Okay, das ist die Kamera. Wir haben einen Presseausweis. Okay, Nachtsicht haben wir auch. Alles klar.
Dann würde ich sagen, raus da. Boah, die Wölfe im Hintergrund. Boah, ich muss mal ganz kurz hier die Einstellungen ändern. Moment. Oh, die Tore gehen zu. Kein Problem. Ich wollte sowieso nicht mehr gehen. Ich wollte eh hier bleiben. Ja, da sind wir nun. Ist eh so witzig, ich habe es ja gar nicht richtig chronologisch gespielt, weil ich habe ja vor Ewigkeiten Outlast 2 Let's Played, falls ihr euch daran erinnert. Falls nicht, verlinke ich euch gerne das Let's Play da oben. Könnt ihr es euch anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, wie aktivieren wir die Kamera? Ah, das ist unsere... Naja, das werden wir schon rausfinden. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege dich vorwärts oder rückwärts. Alles klar. Drücke rechte Maustaste, um deinen Camcorder bereit zu machen. I see. Okay. Will ich hier gerade irgendwas filmen? Mit Shift können wir sprinten? Ja, können wir. Oh, ich habe gar keinen Bock, da reinzugehen. Oh, da oben ist jemand. Hallo. Hey! Ereignis aufgenommen. Dein Notizblock wurde ein Eintrag hinzugefügt. Drücke N, um ihn zu lesen. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Junge, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorgorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Alles klar. Und diesmal werde ich versuchen, die Notizen immer zu lesen, denn, falls ihr euch erinnert, in Outlast 2 habe ich das nie gemacht und ihr habt euch immer beschwert. Kann mir irgendwas filmen? Um auch immer hier so... ja, militärische Konvois sind. Aber wie kommt man am besten in so eine Nervenheilanstalt? Durch die Haupttür. Heute nicht? Na gut. Dann gibt es bestimmt einen anderen Weg. Ich finde nicht mal, dass das Spiel schlecht aussieht, wenn man überlegt, das ist schon echt alt. Und dafür... Ah, guck mal hier. Dafür sieht es nicht mal so schlecht aus. Haltesteuerung links gedrückt, um in die Hocke zu gehen. Alles klar. Das Spiel hat gespeichert, ich weiß nicht. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Ach, jetzt komm schon. Warum ist denn alles zu? Und es ist halt schon witzig, ne? Weil Outlast ist halt schon so ein Horror-Klassiker. Und dass ich Outlast 1 nie wirklich gespielt habe, ist eigentlich eine Schande. Aber hey, lieber zu spät als nie und dann auch noch gemeinsam mit euch, habe ich einfach richtig Bock drauf. Das einzige Ding ist... Alter, was ist das für eine schreckliche Musik? was ich eigentlich sagen wollte ist... dass ich ein bisschen spät dran bin mit diesem Spiel, weil das haben ja gefühlt schon jeder Let's Played, aber ich denke, einige von euch werden sich trotzdem darüber freuen, dass ich dieses Spiel jetzt spiele. Oh nein! Nein, 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 nein. Wie mache ich die Nachtsicht an? Hallo? Ah, F. Oh nein, ich hasse das! Okay. Ja, ja, wir wissen ja, dass man immer vorsichtig und sparsam mit den Batterien umgehen muss. In diesem Spiel. Okay. Hi. Ach, sei gegrüßt, Pater. Pater Dorbel. Ich höre eine Uhr ticken. Ah! Was soll denn das? Ich mache die Tür jetzt einfach stark auf.
Ist hinter uns was? Nein. In Outlast 2 gab es so eine Taste. Bewege dich in die Richtung der engen Stelle. Ja, okay. In Outlast 2 gab es so eine Taste, da konntest du dich direkt umdrehen. So wie es aussieht, gibt es die nicht mehr. Können wir irgendwas machen? Wir könnten uns verstecken. Ja. Oh, Blut. Irgendjemand versucht noch jemanden zu erreichen. Ah, guck mal, ein Dokument. Gesammelte Dokumente J werden in deinem Notizbuch Tabulator aktualisiert. Okay. Ich lese diese Dokumente. Falls es euch aufregt, dann überspringt einfach immer, wenn ich Sachen lese. Aber beim letzten Mal bei Outlast 2 habe ich halt eben nicht die Dokumente gelesen und habe mega viel verpasst. So, es sieht aus, als wäre das irgendeine Patientenakte. Und zwar heißt dieser Patient Billy. Erste Patientenbefragung, Geschlecht männlich, behandelter Arzt, Dr. Carl Houston, Therapiestatus. Patient behauptet, in selbst gesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4, Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit-Zertifizierungen zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRE ergab arrhythmische REM-NRM-Zyklen, Lachen in NREM-Phasen. Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Betreuung, er habe die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Traeger entdeckt. Was auch immer die Bluträume sind. Anmerkung. Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Project Wall Rider Mount Massive. Alles klar. Ja, diesmal werden wir auf jeden Fall die Notizen immer lesen. Oh, blutige Fußstapfen. Klasse! Ja! Warum würde man mir sowas antun wollen? Ich wollte doch gerade aufs Klo. Hallo, Entschuldigung. Ich muss halt auch aufs Klo. Na gut, da wollte ich sowieso nicht lang. Oh. Was ist das für ein Lärm? Hallo? Lecker. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Und warum auch immer Blut von der Decke tropft. Stellen wir einfach keine Fragen und machen einfach, was das Spiel von uns will. Ah! Wer war das denn? Ich hab mich nicht erschrocken. Da hinten rennt er. Was ist hier los? Ich fühle mich nicht wohl. Aber bis jetzt ist das Spiel ja... Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Ich habe üble Halsschmerzen. Und jetzt schrei ich auch noch so. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich sag grad noch, das Spiel ist bis jetzt ja nicht so schlimm. Und werd geisteskrank gejumpscared. Ja, klasse. They killed us. You got out. The variants. Was für Varianten? You can't fight them. You have to hide. Was zum Teufel? From security control. Oh Bruder, nein! Es ist zu spät.
You have to get the fuck out of this terrible place. Okay, der ist abgedankt. Ach du Heiliges. Wow! Wer oder was hat das angetan? Ich glaube, wir sollten wirklich von hier verschwinden. Wer ist das? Ich will die Tür schließen! Hilfe, bitte, mach die Tür zu! Ich muss mich verstecken. Wer oder was ist da? Ist es weg? Ja. Was um alles in der Welt war das? Oh mein Gott, nein, das geht schon wieder los. Ich habe schon wieder absolute Panik. Das war echt uncool. Was auch immer da gerade passiert ist. Little fake. Was um alles in der Welt war das? Junge, wer bist du? And who are you, then? Ey, wer bist du, frage ich mich eher. Ey, das ist meine Kamera. Merciful God, you have sent me an apostle. Ich bin kein Apostel. Guard your life, son. You have a calling. Ey, ist das wieder so eine Sekte wie in Outlast 2 oder was? Oh, Scheiße. Neues Ziel. Fliege aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Benutze das Sicherheitsterminal. Okay. Oh, Bruder. Es tut mir leid, was dir passiert ist. Alter, dein Fuß. Der Ballerina-Fuß. Scheiße. Oh, das sind unsere Blutabdrücke. Okay. Jo, der hat auch ein bisschen was mitgemacht. Wir sollen aus der Nervenheilanstalt fliehen. Wahnsinn. Warum sind wir denn überhaupt hier reingegangen? Das ganze Sicherheitspersonal ist auf jeden Fall hinüber. Jo. Ah, du. Eine Notiz. Die lesen wir natürlich gleich. Ich bin drin. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückten machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ja. Das hättest du tatsächlich machen sollen. Dokumente. Betreffenden Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive, Murkoff Psychiatric Systems. Eidesstattliche Erklärungen wurden vor dem Ausschuss, seitdem ist der Murkoff Hardline Security geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitseinbruch, Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unseren Überzeugungen erfordert das durch eidesstaatlichen Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corp. oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS
oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Alles klar. Das war ein bisschen viel Text. Ich lese nicht gerne, aber euch lese ich das gerne vor. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Also wir können überall die Türen auf und zu machen, das ist nie ein gutes Zeichen. Hat der irgendwas für uns? Es ist wichtig, immer wieder die ganzen Leichen abzuchecken, weil manchmal haben die irgendwelche Gegenstände, die wir brauchen. Aber hier sieht das Ganze eher moderat aus. Was ist das hier? Okay, nochmal ein Dokument. Und das lesen wir am besten direkt. Project Wallrider. Patient Walker. Okay, das ist wieder eine Patientenakte. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3, Hormonen, Risiko behaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulationen. MRE-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive dermale Eruptionen ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut, sowas gibt's, erlaube ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, schienen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay. Könnte das eventuell der Typ sein, der da gerade kam, dieser riesige, keine Ahnung was das war, halte Q oder E gedrückt, um dich zur Seite zu lehnen. I see. Oh mein Gott, wer ist das denn? Ja, begrüßen wir den Herrn einfach mal kurz. Hallo? Hallo? Was stimmt mit dir nicht? Darf ich dich einmal filmen? Eine Reportage, weißt du? Wie geht es dir denn heute? Na? Ausgelaugt? Na, kann ich verstehen. Ja, ich weiß, die Luft hier drin ist auch echt merkwürdig. Da hast du vollkommen recht. Oh! Wer seid ihr denn? Hi, Leute! Was schaut ihr gerade an? Hi. Nicht so cool hier. Oh. Was schaust du mich denn so an? Und was ist mit ihm hier? Oh nein, sein Fuß. Sieht aus wie so ein fettes Salami-Stück. Okay. Also die Jungs sind nicht so gut drauf. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Sind es noch so überbliebene Patienten oder was, die hier mal da waren? Was geht hier ab? Ja, es sieht so aus, als wären das so Patienten gewesen. Oh, guck mal, der hat was. Die Schlüsselkarte für den für das Sicherheitsterminal. Ich höre irgendwas. Irgendwas höre ich. Ich fühle mich unwohl. Kann man hier durch, zufälligerweise? Okay, das Sicherheitsterminal wird höchstwahrscheinlich, irgendwo da hinten sein, wo wir noch nicht waren. Nehme ich mal an. Hey, guck mal, da oben ist eine Kamera. Also Jungs, gell? Viel Spaß noch bei dem Film. Boah, das ist meine Lieblingsszene, die gerade kommt. Genießt sie. Es ist eine geile Szene auf jeden Fall, ja. Ach du. Holen Sie sich raus, bitte. Hey, was?
Alter, du verdammte Sau! Verschwinde! Ich halte die Kamera auf dich! Du Scheißal! Oh, jetzt tust du mir leid. Egal, ich kann dir jetzt nicht helfen. Es tut mir leid, ich lass dich jetzt da liegen. Spinner. Weißt du, vorher schläft er da und lässt sich filmen und jetzt auf einmal will er uns... Gehen wir erstmal raus hier. Wir sind ganz außer Atem. Okay. Wo ist das Sicherheitsterminal? Immer schön alle Türen durchchecken. Man weiß ja nie. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Weg oder so. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich bin halt relativ spät dran mit diesem Spiel. Einige Jahre zu spät. Aber ich dachte mir, ihr wünscht es euch. Ihr habt da Bock drauf. Ich habe da auch übel Bock drauf. Also, let's go. Warum nicht? Spielen wir Outlast 1. Zudem soll ja auch irgendwann dieses Jahr eventuell Outlast 3 rauskommen. Was natürlich super passend wäre. Weil dann haben wir alle Teile auf diesem Kanal gespielt. Bis natürlich dann in dem Fall auf den dritten. Den wir dann natürlich... Hey! Welchen wir natürlich auch safe spielen werden. Ich hasse das, gell? Wenn man immer diese... Da ist bestimmt... Ja, Witness. Okay, hi. Soll ich dich filmen? Ich habe halt bald keine Batterien mehr, gell? Oh, lecker, ein Arm auf der Toilette. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wir haben fast keine... ich weiß nicht, ob wir Ersatzbatterien haben. Ah ja, zwei Stück haben wir. Ja, stimmt. Wir haben jetzt zwei dabei. Oh, Jungs. Ja. Ja, oh, da ist eine Batterie. Hey, was war das? Warum ist die Tür zugegangen? Warum ist die Tür gerade zugegangen? Ich hätte sie gern wieder offen. Ist doch alles legit, oder? Irgendjemand spaßt hier mit uns rum. Ah, guck mal da. Dafür ist die Karte. Ha. Gut, dass wir die schon haben. Was wollen wir jetzt hier machen? Oh nein, man kann sich hier drin verstecken. Das ist gar kein gutes Zeichen. Ah, da ist eine Tastatur. They lie. Sie lügen. Guck mal. Dafür war die Kamera. Okay, gehen wir mal an die Tastatur und schauen, was wir hier machen können. Security System. Wer ist das? Du Sau! Starte den Generator im Keller neu. Nein, ich hasse es. Oh, da kommt jemand. Ich höre es. Lass mich da rein. Da ist irgendjemand. Warum bin ich hier in den Spind eigentlich rein? Oh! Ich weiß ganz genau, warum ich in den Spind rein bin. Yo. Das ist dieser Fettsack wieder, der uns da runtergeworfen hat. Kleines Schwein hinter mich. Oh! Er macht die Spinde auf! Oh, meinen hat er nicht aufgemacht. Du ekelhaftes! Wo geht er hin? Verschwinde! Verschwinde! Okay, wir müssen in den Keller. Die Frage ist, wir waren ja schon unten am Keller. Vor, da ging die Tür nicht auf. Meint ihr, die Tür ist jetzt offen? Das ist halt die Frage. Ich hätte gesagt, wir laufen einfach mal nach rechts. Ist er weg? Aber hier sind überall Räume. Und da ist ein Exit. Ist natürlich nicht offen. Oh, das ist offen. Oh Junge, es ist so dunkel. Unterlagen, die lesen wir jetzt aber nicht. Da ist noch was auf dem... Liegt da nicht was auf dem PC? Wir müssen Batterien wechseln. Dieses eklige Menschlein, das ist hier irgendwo noch.
Ach komm, egal, wir lesen kurz die Unterlage, okay. Das muss jetzt sein, weil ich will mir nicht wieder anhören, dass ich die ganze Zeit die Sachen nicht lese. Helen Granite. Sehr geehrte Damen und Herren, betreff Projekt Wall Rider Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corp erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Wall Rider verbleibt verändert hoch. Die 4 Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Project Wall Rider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weitere Verluste, was die bereits Verzeichneten betrifft. So ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und psychischer Fixierung hat sich als effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochhaltungsvoll Helen Granite, Murkoff Schadensabteilung. Okay. Das Ding ist, dieser ekelhafte Mensch lauert hier irgendwo. Kann man hier rein? Nein. Hier ist doch auch der Typ drin verschwunden, oder nicht? Ach, ich habe doch keine Ahnung mehr. Egal. Wir müssten jetzt eigentlich ja nur... Was ist da? Ach, das war das Klo. Wir müssen jetzt eigentlich nur zurück, oder? In die Haupthalle. Ach, da sind wir ja schon. Na super. Hier müssen wir runter. Ja, es ist offen. Oh, ich hasse Keller. Ich hasse Keller, vor allem in solchen Horrorspielen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie sehr ich es hasse. Ist hier irgendwas? Habe ich hier schon mal gesagt, dass ich Keller hasse? Ich finde es so süß, wie ich immer wieder versuche, durch irgendwelche Türen durchzugehen, wo halt komplett verschlossen sind. Unterlagen. Was war das? Komm, wir lesen die Dokumente kurz. Betreff hypnotische Experimente und Forschung. Und ja, ich weiß, es ist viel Text, den man hier manchmal lesen muss, aber es ist halt mega wichtig, um das Spiel auch richtig zu verstehen und zu verstehen, was überhaupt passiert. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 in Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, also wahrscheinlich so, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelinge, solle sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. What? Solche Experimente haben die hier gemacht. Ich sehe schon. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens. Miss Pierce führte diese Anweisungen genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Ah, es war also keine echte Waffe. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Alles klar. Was auch immer uns das zu sagen hat. Drücke Leertaste, okay. Ich will aber kurz hier schauen, ob die... Aha, siehst du? Immer wichtig, in jede Ecke zu schauen. Eine Batterie. Das ist aber dunkel. Gleich... Was? Who's there? Hallo.
Ganz ruhig. Naja. Mach du mal dein Ding, ich mach meins. Ich bin relativ abgehärtet inzwischen von den ganzen Horror-Games durch euch, weil wir halt so viele Horror-Games hier immer zocken. Jeden Montag natürlich immer. Weil viele beschweren sich immer und sagen, oh, sagen wir, hör auf Let's Plays zu machen, hör auf Horror-Games zu zocken und mach mal andere Videos. Und ich denke mir so, Leute, es ist nur der Montag, wo ich Horror-Games spiele. Mir macht es mega Spaß und schalte die beiden Gaspumpen ein und bestätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Alles klar. Und vielen von euch macht es ja auch Spaß, diese Let's Plays und diese Horror-Games mit mir zu spielen. Und deswegen werde ich das auch weiterhin machen. Jeden Montag gibt es ein Horror-Game. Okay, die Tür ist zu. Warum habe ich das Gefühl, dass hier gleich irgendwas Dummes passieren wird? Schon allein von dem Sound her. I see. Da ist noch eine Pumpe. Ich höre was. Was? Verstecken? Vor was verstecke ich mich jetzt hier? Oh, ich höre schon. Ja, es hat schon seinen Grund, weswegen ich mich verstecke. Oh, da ist eine Batterie da oben. Ah, da unten ist jemand. Oh ja, da kommt jemand. Oh, mit einem Knüppel in der Hand. Oh Junge. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Ah! Es war halt nichts. Oh mein Gott, Alter, ich bin so ein Schisser. Ich will hier raus. Es ist so dunkel. Wo ist der Typ? Also links wird wahrscheinlich die andere Schalter sein. Junge, jetzt krieg ich wieder Schiss. Da ist er! Er kommt wieder zu mir. Oder? Oder sah es nur so aus? Junge, der soll mich in Ruhe lassen. Okay, ich glaube, er lässt uns in Ruhe. Junge, ich sehe gar nichts! Er ist so nah hinter uns! Ich bin verloren! Hilf mir einer! Aua! Aua! Ich habe solche Schmerzen! Ich sehe vor allem nichts! Ah! Es ist so unfair! Ich sehe... Nein! Junge, wie dunkel ist dieses Spiel? Habe ich die Kamera verschoben? Nee. Jo, das ist übel schwierig. Zählt die eine Pumpe schon? Nö. Oh mein Gott, das ist übel unfair. Ey, ich habe halt nichts gesehen. Halt mal deinen Schnabel nach, du Sau. Okay, so. Jetzt machen wir das im Speedrun, okay? Das wird jetzt eine Speedrun-Technik. Für die, die es nicht wissen. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das geht. Hier ist das eine. Ach, die sind so nah beieinander. Guck mal, hier ist eins. Ja, okay, das schaffen wir ja easy. Pass auf. Ich drück. Renn direkt zum nächsten. Ich drück. Hol mir die Batterie. Und jetzt passt auf, der Typ kann mich mal. Achtung. Was? Die sind doch beide an. Oh nein. Sieht er mich? Nein, er sieht mich nicht. Ich habe doch beide Pumpen angemacht. Hä? Habe ich nicht beide Pumpen angemacht? Schalte beide Gaspumpen an. Schalte die beiden Gaspumpen an und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten.
Habe ich das nicht gemacht? Jo, jetzt chillen wir einfach kurz. Ich habe doch diese Dinger angemacht. Oder hat mir da noch was gefehlt? Wo ist der Aasgeier? Was ist das für ein Raum? Ah, mir fehlt wahrscheinlich was, ne? Electric Room? Ja, mir fehlt was. Eine Batterie? Okay, ihr merkt an der Art, wie ich meine Maus bewege, dass ich Schiss hab. Vor allem wie viel Schiss ich hab. Man kann sich hier überall verstecken und das ist kein gutes Zeichen. Ah! Ich bin hier nicht drin. Du denkst, dass ich hier drin bin, aber ich bin es nicht. Hör auf, mit dem Knüppel so einen Scheiß zu machen. Hinauf in den Himmel. Jo, mach du mal lieber, dass du wegkommst. Oh, jetzt geht er genau dahin, wo ich auch hin will. Verdammt. Bruder, ich muss auch in diese Richtung. Das war nicht so gut. Oh, er kommt. Du wirst aber mich unter diesem Bett nicht finden. Pass auf. Er denkt sich jetzt so, da war doch gerade noch jemand. Es war keine... Was? Ich hab's nicht mehr lesen können. Gehst du jetzt nach links? Jo, ich glaube, er geht nach links. Ja, er ist drüber gehüpft. Okay. Das ist gut für uns. Da wollen wir rein. Ich mache die Türen lieber mal hinter. Oh, das war ziemlich laut. Hier ist nur ein Schalter. Es werde Strom. I don't know. Maybe. Ja, jetzt halt das Ding, ne? Jetzt halt das Ding. Er könnte halt hier sein. Keine Spur. Alles gut bis jetzt. Nein, ich habe mich ausgesperrt. Hier ein Spind rein. Aua! Was? Was war das? Warum hab ich mir gerade eine gefangen? Er ist auf jeden Fall da. Junge, das Spiel ist so schwierig. Und wir sind doch gerade erst am Anfang. Und ich leide. Wir müssen doch nur zum Generator. Scheiß drauf. Ich renne da jetzt einfach durch. Das ist mir jetzt egal. Du bist mir egal, du dumme Sau! Aua! Nein, das war keine gute Idee. Okay, er soll die Tür durchbrechen und dann rennen wir hier durch. Achtung. Du kannst mich mal. Da ist das Ding. Aktiviere es. Es ist aktiviert. Zum Sicherheitsterminal. Ich muss zum Sicherheitsterminal! Verdammt, wo ist das? Nein, das ist eine Sackgasse! Lass mich hier durch! Wo ist das Sicherheitsterminal?
Junge, ich bin so lost. Wie kann man so lost sein in dem Spiel? Wie kann ein Mensch so lost sein? Ich muss da doch durch. Wir sind doch von da gekommen. Das ist falsch. Hier, ich muss doch hier durch. Da ist der Weg. Mein Gott, manchmal bin ich echt. Öffne diese Tür. Das war easy. Kam gerade Rotz aus meiner Nase. Das hat sich so angefühlt. Das war gar nicht so schlimm. Zurück zum Sicherheitsterminal. Das wäre dann wohl hier. Was ist denn jetzt los? Hey, Licht! Oh. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. Warum tust du es dann, du dumme Sau? There is so much yet for you to witness. Also du Ekelhafter. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Ich muss niesen. Oh, sorry. Oh, es tut mir leid. Oh. Also, was geht hier in dieser Psychiatrie vor sich? Dieses Spiel ist absolut geisteskrank. Aber ey, wir haben zumindest schon mal was geschafft. Wo werden wir denn jetzt wach? In einer Gummizelle oder was? Ja, es scheint so. Okay. Ja. Rest in peace. Camcorder bereithält. Ah, okay. Sollen wir das hier aufzeichnen? Ja. Wir haben eine neue Notiz. Die können wir gleich mal lesen. Wir haben zwei. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie... Ach Junge, ich kann manchmal nicht lesen. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei ein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mich dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Hat mit dem zu tun. Aber er ist von mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden, steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ja, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Sieht ganz so aus. Hey! Wer bist du denn? War er? Oh, Junge. Hey. Hey. Was ist denn mit ihm hier los? Oh. Er. Ach, er läuft von links nach rechts und haut sich den Kopf gegen die Wände. Das mache ich auch immer. Wir sind jetzt in irgendeinem Zellenblock. Ah, ah! Was ist denn mit dir los? Alter, du Psycho! Wie siehst du denn aus? Ich mach dir gerne auf, wenn du mich dann in Ruhe lässt. Willst du mich küssen? Nein? Okay. Vielleicht morgen. Was ist mit ihm los? Zu schließen. Hi. Alter. Du bleibst mal lieber da drin. Yo, das ist so krank. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks. Yo, wer seid ihr denn? Oh, die Pimmels, ihr seid ja nackt. Das darf ich ja gar nicht zeigen.
it would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. What? Okay, wir machen mal wieder die Night Vision aus, damit, oh, damit man den ihre Geschlechtsteile nicht sieht, weil wir sind ja hier immer noch auf YouTube. Ey, der sieht voll normal aus. Hey! Schubst mir nicht, du Sau! Junge, das, dieses Game ist so krank. Gibt's hier irgendwas? Ich will mir aber noch kurz alle Patienten in Ruhe anschauen. Gummizelle. Gummizelle. Ah! Du! Ich seh dich doch noch. Wie er so tut, ich seh dich doch. Ich bin ganz so erschrocken. Das ist halt übel krank, Alter, was die hier mit den Menschen machen. Die machen hier irgendwelche ganz kranken Versuche mit Menschen. Und das ist, keine Ahnung, so ein Untergrund. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Junge, krank. Wie er es gesagt hat. Junge, die haben, ich weiß nicht, was die mit denen angestellt haben, gell? Aber das ist so geisteskrank. Weil er ja selbst sagt, glaubt ihr nicht, wenn sie sagen, es ist nur für die Wissenschaft. Oh Gott, es ist dunkel. Aber da ist niemand drin. Jo, das ist absolut krank. Und du? Aua. Wer ist das? Junge, dieses Gelbe ist einfach nur krank. Oh, da sitzt ja noch einer. Wir haben ihn mit unserer Wissenschaft verärgert. Okay. Ah! Junge, das ist übertrieben krank. Ja, ich glaube, wir müssen nach da oben und dann rechts durch die Tür. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die heutige Episode. Oh mein Gott, das macht wirklich Laune. Es ist geil, es ist gruselig, es ist spannend, es ist super interessant. Ich bin sehr gespannt, was uns da noch so erwarten wird in der Welt von Outlast in diesem, ja, in dieser Nervenheilanstalt, welche scheinbar gar nicht so verlassen ist, wie es aussah. Junge, Junge, Junge. Krankes Game. Ja. Lasst wie immer gerne eine Bewertung unten in den Kommentaren da. Schreibt mir gerne, wie ihr das Let's Play bis jetzt findet. Findet ihr das eine gute Idee, dass wir Outlast spielen? Oder sagt ihr eher, das Spiel ist schon so durchgekaut. Muss nicht sein, dass du das jetzt auch noch auf YouTube spielst. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Und ich denke, wir werden dieses Spiel auf jeden Fall gemeinsam jetzt durchzocken. Ich weiß nicht, wie viele Parts das brauchen wird. Mir persönlich hat es bis jetzt schon ziemlich Spaß gemacht. Ja, es hat ein Spiel, was sich sehr, sehr viele von euch gewünscht haben. Und ihr wisst ja, ich gehe sehr gerne auf eure Wünsche ein. Auch was Spiele und so weiter angeht. Dieses Jahr erwarten uns ja auch noch extrem viele Horror-Games. Im Juni kommt auch so ein richtig geiles Horror-Game raus. Das ist von den Machern von Until Dawn, wenn euch das was sagt. Und da, ja, könnt ihr, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber das werden wir natürlich auch spielen. Und ja, in dem Sinne, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Freunde. Wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Danke für den ganzen Support. Ich liebe euch über alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.